da ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, Jenny, wo finde ich denn deine ganzen Inhalte überhaupt? Also die Inhalte von Einfach Mathe, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt dieses Übersichtsvideo mache. Ich werde dir die drei oder beziehungsweise vier, fünf Hauptplattformen jetzt nennen und dir erklären, wann was wo erscheint. Anfangen möchte ich mit YouTube. Auf YouTube erscheinen alle 7 Tage der Woche 7 Videos. Das heißt, von montags bis sonntags findest du dort jeweils ein Video. Hauptsächlich mathematische Videos, aber auch Mathe-Rätsel. Und was mich ganz besonders freut, dass es so gut ankommt, sind diese ganzen Motivationsvideos, beziehungsweise wie man richtig lernt, sodass man die bestmöglichen Noten schreibt. Aber auch dann etwas wie Outtakes und Taschenrechner, wie du deinen Taschenrechner richtig bedienst und so weiter und so fort. Hierzu findest du ja schon auf meinem YouTube-Kanal eine, ja, detaillierte Übersicht, wann, um welche Uhrzeit, welches Video wo erscheint. Auf YouTube findest du mich übrigens, beziehungsweise Einfach Mathe, wenn du in die YouTube-Suche einfach neues Wort Mathe Ausrufezeichen eingibst. Kommen wir zum zweiten, nämlich zu Snapchat. An Snapchat musste ich mich langsam gewöhnen und habe es auch. Langsam mag ich diese App richtig, richtig gerne. Dort liefere ich super gerne private Einblicke von mir. Das heißt, immer mal wieder private Fotos oder Videos. Oder ich quatsch einfach mal ein bisschen mit euch. Aber auch, du kannst mir dort auch gerne Videowünsche nennen. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen was zu etwas, was dich vielleicht am meisten interessiert. Und das wird immer weiter und immer mehr in Anspruch genommen. Ich freue mich da riesig drüber. Ich gebe dir über Snapchat Hilfe bei deinen Aufgaben. Häufig ist das nämlich in letzter Zeit so, und solange das noch in diesem Maß ist, kann ich das super gerne machen, dass mir Menschen ja per Snap ihre Aufgabe schicken und ich dann mit denen dann zusammen ja hilfreiche Tipps zur Lösung gebe. Auf Snapchat findest du mich unter TheGingin85. Also entweder hier diesen Snapcode hier, ich weiß gar nicht, ob es geht, einscannen oder das bitte per Namen hinzufügen. Dann kommen wir weiter zu Instagram. Instagram ist eine meiner Lieblings-Apps bezüglich, ja, private Fotos und Videos. Dort gebe ich dir außerdem immer mal wieder Motivationsposts, denn ich weiß, dass ich ja, mich in diesem Bereich am meisten fortbilde und daran möchte ich dich natürlich teilhaben lassen. Außerdem gibt es dort Live-Rechnungen, das heißt, ich werde dort live gehen und die eine oder andere Aufgabe lösen und so weiter und so fort. Ich persönlich mag Instagram super gerne und dort findest du mich unter einfach-mathe. Kommen wir jetzt zum eigentlich schon fast neben YouTube zu der größten Plattform für mich, das ist Facebook. Und zwar nicht nur meine Facebook-Seite, sondern auch die Facebook-Gruppe. Wie du zu dieser Gruppe kommst, das verrate ich dir gleich noch. Auf jeden Fall poste ich auf Facebook auf meiner Seite passende Links. Was meine ich mit passend? Naja, entweder mathematische Inhalte oder aber auch, wie man richtig lernt oder andere Videos von anderen Menschen, wo ich einfach denke, dass die Lernenden, die mit mir bzw. mit Einfachmathe lernen, den meisten Nutzen von tragen. Außerdem findest du in meiner Gruppe, wie gesagt, das sage ich dir gleich, wie du in meine Gruppe reinkommst, Umfragen, ja, die dazu dienen sollen, dass du definitiv meinen YouTube-Channel bzw. unseren YouTube-Channel, denn wir sind ja eine große Community, ja, dass du die dort maßgeblich mitgestalten kannst. Und jetzt habe ich mir eine Sache überlegt, die möchte ich unbedingt umsetzen. Da werde ich auch jetzt gleich schon anfangen in dieser Gruppe. Ich weiß, dass viele Leute mich kontaktieren und sagen: Ey Jenny, deine Schrittepläne, die du immer an der Seite schreibst, die sind wirklich, wirklich gut. Und in dieser Gruppe habe ich die Möglichkeit, PDFs hochzuladen. Auf meiner Seite leider nicht, deswegen in der Gruppe. Und dort werde ich dann diese Schrittepläne, die du immer bei mir an der Seite findest, als PDF zum Download anbieten. Ganz kostenlos natürlich. Und naja, diese Gruppe dient auch dazu da, dass du mir deine Aufgaben, wie gesagt, per Foto schickst und dass ich mit dir zusammen deine Aufgaben löse, beziehungsweise dir dort helfe und vielleicht sogar nochmal drüber gucke. Meine Facebook-Seite findest du, wenn du auf Facebook @einfachmathe1 eingibst. Und dort ist oben ein fixierter Beitrag, der führt dich dann direkt in diese Gruppe rein. Wenn du schon mal auf meiner Facebook-Seite bist, würde ich mich mal natürlich mega freuen, wenn du da auch ein Like da lässt oder sogar meine Seite bewertest, ne, diese Sternebewertung, denn das würde mich unheimlich weiterbringen. Ja, das war jetzt eine Art Übersichtsvideo. Wie du siehst, habe ich eine Menge vor. Ich hoffe, dass ich das genauso einhalten kann, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es so ist, denn mir ist das Ganze hier einfach unendlich wichtig, denn ich möchte dir den meisten Nutzen mitgeben, beziehungsweise dir einfach nur zeigen, dass Mathe, wenn man es denn richtig erklärt bekommt und wenn man der richtigen Person Fragen stellen kann, eigentlich in der Schule zumindest gar nicht so schwer sein muss. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und ja, auf Wiedersehen.